36 Richtungsgleise, 8 Einfahrgleise, ein Ablaufhügel. Auf einer Fläche von rund 260 Fußballfeldern mehr als 42 Kilometer Gleise. Alle 30 Sekunden kann aus der Bedienkanzel ein Güterwaggon über den Ablaufhügel geschickt werden. Die neue Zugbildungsanlage in Halle ist eine der modernsten in Europa. Fertigstellung Juni 2018. Stefan Ebersbach ist der Projektleiter. Auch wenn vieles schon fertig aussieht, wenige Wochen vor dem Start gibt es noch viel zu tun und zu prüfen. Ja, es ist natürlich spannend, jetzt die Anlage mal, ich sag mal, im kleinen Testbetrieb auch schon zu sehen, wie es läuft, ja, wie es geht und wie einzelne Wagen oder Wagengruppen auch dann ablaufen. Ist es natürlich jetzt spannend, die letzten Schritte auch noch zu gehen bis zum 29.06. Es gibt noch ein paar kleine Aufgaben, die werden wir aber, denke ich, bewältigen. Christian Dietrich ist der zuständige Abnahmeingenieur. Er ist mit dem Stand der Arbeiten sehr zufrieden. Ich prüfe jetzt seit 4 Wochen im Grunde dieses Stellwerk auf Herz und Nieren. Ja, es sind schon noch einige Mängel drin, sind aber meistens dann im Grunde Darstellungsmängel oder wo man jetzt die Verfügbarkeit vielleicht doch noch ein bisschen erhöhen könnte. Sicherheitsmängel sind keine, also ich habe jetzt keine Bedenken, dass man mit dem Stellwerk in Betrieb gehen könnte. Rückblick 2011. Der alte Güterbahnhof von oben, so wie er über viele Jahrzehnte gewachsen ist. Ronald Kaiser von der Bauüberwachung kennt seine Geschichte. In den letzten 130, 140 Jahren gab es hier schon immer Aktivitäten, was den Zugverkehr anging. Mit der Wende wurde ja hier die Sache entsprechend abmoderiert. Der Güterbahnhof hat fast 25 Jahre brach gelegen. Bis zum Jahr 2014. Die Arbeiten beginnen. Die alten Gleise sind beseitigt. Das sogenannte Planum für die neuen Gleise wird hergestellt. Die Bauarbeiter bewegen 200.000 Kubikmeter Erde. Doch dann gerät alles ins Stocken. Ein Kapitel der deutschen Geschichte wird lebendig, Bombenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg. Jeder Quadratmeter wird von Spezialisten abgesucht. Bis dato haben wir hier im Gelände des Bahnhofshalle, Güterbahnhofhalle, eine Fliegerbombe gefunden. Diese wurde vor Ort zur Sprengung gebracht durch den Kampfmitteldienst des Landes. Und darüber hinaus ca. 80.000, 85.000 Einzelfunde an Infanteriemunition, an Handgranaten, an Panzerfäusten. Die Arbeiten gehen mit vollem Einsatz weiter. Die verlorene Zeit wird aufgeholt. Im Jahr 2016 ist sozusagen Halbzeit beim Bau der Zugbildungsanlage. Der Gesamtprojektleiter weiß, was schon alles geschafft ist. Im Jahr 2016 haben wir den Gleisbau abgeschlossen der Zugbildungsanlage. Das heißt, 42,5 Kilometer Gleis sind fertiggestellt. Wir haben den Einbau der Weichen abgeschlossen. 133 Weichen liegen jetzt hier. Wir werden dann ein neues Kapitel für den Güterverkehr im Osten der Republik aufschlagen. Das Projekt wächst zusammen mit der Anbindung an die Schnellbahnstrecke VDE 8 und entfaltet seine Bedeutung für die Stadt Halle. Das ist natürlich für uns, für die Wirtschaft, ein weiterer Aufschwung. Das heißt natürlich auch, Umweltverschmutzung so weit wie möglich über den Fernlastverkehr herauszunehmen. Deshalb ist momentan dieser Standort, denke ich, auch für die Deutsche Bahn so lukrativ, weil alles miteinander verbunden wird und wir dadurch die Möglichkeit haben, dann über diesen Standort ganz Europa zu beliefern. Halle wird der zentrale Umschlagplatz für den Bahngüterverkehr im Osten und nach Südosteuropa, wenn hier Güterwaggons für die Fahrt in die einzelnen Himmelsrichtungen neu zusammengestellt werden. Frühjahr 2017. Die Gleisharfe steht. Der Probebetrieb beginnt. Noch fehlen die Lampen. Doch den hohen Anforderungen des Eisenbahnbundesamts an die Arbeitssicherheit wird Rechnung getragen. Mit 1130 LED-Leuchten. Ein Pilotprojekt. Lichtmessungen stehen an. Halle leuchtet. Die Bedienkanzel ist eingerichtet. Im hinteren Teil das elektronische Stellwerk, von dem die Wagen an die Zugbildungsanlage übergeben werden. Im vorderen Teil der Kanzel haben die Bediener freien Blick auf die Anlage. Hier können sie die Wagen verfolgen. Digital und in echt. Der Zug kommt ja oben in der Einfahrgruppe ein, sozusagen im Bereich des normalen Stellwerks, wird dann dort vorbereitet. Dann kommt die Abdrücklok, die setzt sich hinter den Zug und dann wird der Zug im Grunde automatisch abgedrückt. Und der Bediener selbst muss bei dem Abdrücken relativ wenig machen. Er stellt im Grunde ein, dass die Lok losfährt
und dann funktioniert es eigentlich automatisch. Die Bremsen werden dann automatisch angesteuert. Wir haben hier in einigen Gleisen Förderanlagen. Wenn das im Wachen mal nicht so weit kommt, wie er soll, weil er einfach schlechtere Laufeigenschaften hat als erwartet, dann fördern diese Förderanlagen den weiter. Wenn der Betrieb losgeht, sammeln sich bis zu 120 Wagen pro Stunde in den Richtungsgleisen und stehen dann neu sortiert für die Weiterfahrt bereit. Viele elektronische und digitale Geräte übernehmen die Arbeit. Die gesamte Steuerung wird im Probebetrieb feinjustiert. Es gibt aber auch noch analoge Einrichtungen. Falls die Datenübertragung mal nicht funktioniert, kann der Lokführer die Frachtpapiere in dieses Fangnetz werfen. Alles in allem, Halle ist bereit und freut sich auf die Eröffnung. Die Stadt Halle kann schon ein bisschen stolz sein, so eine Anlage wieder in ihren Herzen zu haben. Wenn man über viele Jahre das Ganze mit begleitet hat, ist schon ein Stückchen Geschichte, was man hier mitschreiben konnte. Es gab ja viele Themen, die wir bewältigen mussten, die wir schaffen mussten. Aber wir sind ein gutes Team und deswegen schaffen wir auch das. Die Mannschaft, die sich um das Projekt kümmert, in der gesamten Breite, angefangen bei den Projektmanagern und über die Bauüberwachung, über alle anderen beteiligten Ingenieurbüros und nicht zuletzt die Bauunternehmer, die machen alle einen guten Job hier. Da ist man als Projektverantwortlicher auf jeden Fall stolz am Ende. Bis zu 2500 Güterwaggons werden in Zukunft im Herzen von Halle täglich neu zusammengestellt. Viele hoffen, dass die Zugbildungsanlage dem Güterverkehr im Osten wichtige Impulse geben wird.